Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online am heutigen Tage. Ich chill hier gerade mit meinem wunderschönen Ausblick in meiner Garage aus dem Maze Bank Tower. Und heute kaufen wir zwar wieder was richtig Schönes, und zwar bei Reisen und Transport. Habe ich gesehen, wir können uns hier... War es das Richtige? Nein, das war nicht das Richtige. Ist immer noch nicht das Richtige. Docktees, kaufen Sie sich heute ein Boot. Dann haben wir hier natürlich die ganzen schönen Lowboote und die Galaxy Superyacht, die mir schon viel besser gefällt. Und deshalb stellen wir uns jetzt meine eigene Superyacht zusammen. Pieces und Aquarius. Okay. Aquarius sieht am geilsten aus, kostet natürlich auch am meisten, aber... Können wir machen. Chrombeschläge, natürlich Goldbeschläge, also hallo. 750.000, das kostet schon. Nee. Glaube, ich werde es so machen. Präsidentenzelle. Ach, ich kann nur eine Variante nehmen, dann nehme ich das hier. Das sieht am geilsten aus, muss ich sagen. So, Präsidentenstil Gold. Weiter. So, Pazifik, Nautik, Schiffer, komplett weiß, ist, glaube ich, mein Favorit. Schlachtenschiff, nee, da, Kontinental, das sieht, Kontinental ist, glaube ich, hat so mein, ja, ich nehme Kontinental, das sieht schon mal gut aus. Dann nehmen wir Deutschland. So, dann haben wir Galaxy Superyacht, wollen wir das umbenennen? Nö, eigentlich nicht. Ja, Galaxy Superyacht passt eigentlich so. Fertig, 9,55 Millionen. Ja, warum nicht? Gut, Kauf abgeschlossen. Danke, dass Sie bei doctees.com eingekauft haben. Wir werden, wir hoffen, Sie werden mit Ihrem Kauf rundum zufrieden sein. Wir organisieren gerade die Überführung des Bootes und werden Sie kontaktieren, wenn es ausgeliefert wird. Ja, Moment mal. Was habe ich da gerade gesehen? Umbau. Achso, ich dachte gerade, hier gibt es auch was für 25 Millionen. Guten Tag, Sir. Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Superyacht. Sie liegen gleich vor der Küste vor Anker. Wir können es nicht erwarten, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Ihr Captain Brandon Darcy. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal unsere Superyacht an. Ich habe gesehen, dort gibt es auch einen Helikopter-Landeplatz. Ich habe auch schon einen schönen vergoldeten Helikopter für ca. 5 Millionen in Sicht. Den werden wir uns wahrscheinlich vielleicht noch später mal kaufen. So, der Captain ruft uns an. This is your captain speaking. Captain Brandon Darcy. You know, on your brand new Superyacht. Ja, ich habe nur eine. I don't mean to alarm you. But turns out we're sailing some pretty hectic waters in this part of the world. Seeing as you're the owner and it's your bottom line, thought you might want to swing by, see what it's like to sit in the captain's seat. Seriously. Hope to see you soon. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch bald. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier liegt meine Superyacht. Wie komme ich da denn jetzt rauf? Begib dich auf die Brücke deiner Galaxy-Superyacht oder greife direkt auf die Superyacht-Mission zu, indem du den Captain anrufst und Job anfordern auswählst. Nee. Wir werden jetzt erstmal so dort uns hinbegeben und uns ein bisschen hier vorbeischmuggeln. Und dann... Du schuldest mir einen Gefallen, weißt du noch? Ich bin reich, ich schulde dir überhaupt nicht. Ah, du kriegst von mir gar nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich auf meine Superyacht, weil es sah ja so aus, als würde die nicht direkt im Hafen stehen. Da vorne ist sie. Das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal, aber ich werde mich mal kurz erkundigen und schauen, wie ich denn auf meine Superyacht komme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Mann, das ist ja ein richtiger Luxus, wie ich auf die Yacht gebracht werde. Dafür hat sich's richtig gelohnt. Keine Ahnung, wie viel Mille auszugeben. So, ich habe keine Ahnung, ob die sich lohnt oder nicht. Ist mir auch eigentlich komplett egal. Sieht einfach geil aus und deswegen da Galaxy Superyacht Deutschland.
Oh, hier haben wir ja schon ein richtig schönes Boot und ein paar Jetskis. Die fetzen auf jeden Fall. Okay, noch ein Boot. Begib dich auf die Brücke B und greife auf den Arbeitsplatz des Captains zu, um dir die derzeit aktiven Superjachtmissionen anzeigen zu lassen, beziehungsweise zu spielen. Okay, hier komme ich rein. Ich habe auch gesehen, ich brauche mir gar keinen Heli kaufen. Denn ich habe einen integriert der Yacht mit dazu bekommen. Ich glaube, das gibt es ja bei der teuersten, aber wir können uns mal hier reinsehen. Ja, ich glaube, die sehen nicht so verschieden von innen aus, aber von außen. Gratis mit da. Na gut, vielleicht nicht gerade. Ich habe es wahrscheinlich mitgezahlt, aber sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier auf unsere super Yacht. Wofür ist der Code, wenn ich da keinen brauche? Das fetzt ordentlich. Die weiße Seidenrobe wurde deinem Kleiderschrank hinzugefügt. Okay. Ja, das Ganze kenne ich ja hier schon aus Coastal Callout von Alice PDFA. Okay. Ich glaube, das ist ein Raketenwerfer, der hier einfach rumliegt. Warum auch immer. Und Ausblick ist jetzt nicht so krass, aber auf jeden Fall schon schick, hier zu wohnen. Hier haben wir nochmal Munition. Hier auch. Warum liegen hier überall Waffen rum? Beziehungsweise Munition. Habe ich... Ach, egal. Ich frage einfach nicht. Ich schaue hier einfach mal. So, die habe ich auch. Bisschen Munition. In meinem Bunker habe ich auch kostenlose Munition. Das ist... super. Gut, geht's hier noch weiter? Ja, hier gibt's noch ein schickes Badezimmer. Mit einem Glätteisen. Das werde ich mehr oder weniger gebrauchen können, aber sieht auf jeden Fall schon schick aus, dafür, dass ich hier allein lebe. Aber okay, dann gehen wir mal nach oben. Hier gibt's ja auch noch was. Und oh, ja, Ola, ich habe Sie gar nicht eingestellt. Hello, bitte, Sir. Verlassen Sie mein Boot. Let me know if I can get you something. Ja, ich bin kein Alkoholiker, aber ich trinke trotzdem was. Macht keinen Sinn, aber ich habe Sie auch nicht fürs Fragen eingestellt. Und auch nicht fürs Zuhören. Deswegen auf Wiedersehen. Doch, ich würde sagen, ja, mehr oder weniger. Vielleicht in ein paar Monaten wieder, wenn ich mal vorbeischaue. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zum Captain auf die Brücke. Dort gibt es ja auch noch was, was wir erkunden können. Unsere Mission mit der Yacht. Die wusste ich gar nicht, dass es da überhaupt Missionen gibt. Aber Rockstar Games hat ja da ordentlich Zeug reingepackt. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf GTA 6. So, dann schauen wir mal. Was haben sie denn hier für uns? Okay. Hier ist... prüfen sie die Lage, oder was? Okay. Guten Tag, Captain, na? Drücke hier, um die Yacht gegen Gebühr an einem Liegplatz zu verlagern. Ich bin ja eigentlich relativ zufrieden mit der Lage. Was gibt's hier? Mission. Ah, Superjacht live über Bord zu spielen. Okay, das klingt auf jeden Fall schön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.